Schauen wir uns das genauer an. In der Schweiz verbrauchen wir pro Kopf und Tag ungefähr 160 Liter Wasser im Haushalt. Fürs Waschen, fürs Kochen, natürlich auch fürs Zähneputzen. Das ist so im europäischen Durchschnitt einigermaßen Benchmark. Wenn wir unsere Gewerbebetriebe mit dazu nehmen, unsere öffentlichen Betriebe, unsere Brunnen, auch natürlich die Leckagen in unseren Netzen, dann landen wir bei ungefähr 300 Litern am Tag. Das sind zwei vollgefüllte Badewannen. Und wenn wir unseren Statistikern glauben, dann sind wir eigentlich hier gerade im Kanton Luzern mit genügend Wasser gesegnet, dass wir unseren heutigen Verbrauch und auch den Verbrauch im Jahr 2030 problemlos abdecken können. Bedeutet also, wir haben kein Wasserproblem. Das ist leider nicht so, weil Wasser ist auch in unseren Breitengraden nicht gleich verteilt, weder räumlich noch zeitlich. Und das ist die größte Herausforderung im Wassermanagement. Eigentlich ist genug da, aber irgendwie immer zur falschen Zeit oder am falschen Ort. Sparen und aktives Management von Wasser ist also die Antwort. Um Ihnen so eine Idee zu geben, was das für eine Tragweite hat. 2018, in dem heißen Sommer, einige von Ihnen erinnern sich vielleicht, da hatten rund 30% der Wasserversorger bzw. der Gemeinden im Kanton Luzern angemeldet, dass sie Herausforderungen in der nachhaltigen Beschaffung von Wasser hatten. 30%. Das müssen wir immer im Hinterkopf bewahren, wenn wir über das Thema Wasser nachdenken, dass das kein Problem ist der fernen Länder, sondern dieses Problem ist bereits mitten bei uns hier in der Schweiz angekommen. Auch wir sehen uns vermehrt mit sorgenvollen Diskussionen unserer Kunden konfrontiert, die sich wirklich wundern, woher denn das ganze Wasser kommen soll, vor allem eben in der entsprechenden Verlässlichkeit. Es macht also durchaus Sinn, um da nochmal drauf zurückzukommen, den Wasserhahn beim Zähneputzen abzustellen. Das optimiert aber einfach nur einen sehr kleinen Teil unseres Fußabdrucks. Es geht noch weiter. Wenn wir uns als Verbraucher richtig verhalten wollen, dann können wir nicht aufhören bei unserem Haushalt oder bei unserer Schweiz, sondern wir müssen uns auch mit dem Thema des importierten Wassers auseinandersetzen, dem sogenannten virtuellen Wasser. Wir erinnern uns, 160 Liter im Haushalt, 300 Liter in der Schweiz, wenn man alles mit reinrechnet. Hat jemand eine Idee, vielleicht auch aus dem Panel, wie viel Wasser wir pro Tag und Kopf verbrauchen, wenn wir alles importierte Wasser mit dazu rechnen? Wer bietet 1000 Liter am Tag? 1000 Liter? 1000 Liter? 2000 Liter? Vier Experte hier. Es sind 4200 Liter. Ja, wenn wir alles mit einrechnen, unseren virtuellen Wasserverbrauch auch mit einrechnen, dann kommt da eine ganz beträchtliche Zahl zustande. Woher kommt das? Ein Kilo Äpfel verbraucht 700 Liter in der Produktion. Ein Kilo Rindfleisch, bis das bei uns auf dem Teller liegt, verbraucht 15.500 Liter. Ein T-Shirt, kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf zu sprechen, verbraucht 2.500 Liter. Eine Jeans verbraucht 11.000 Liter. Und wenn wir uns ein neues Auto zulegen, dann dürfen wir ungefähr 400.000 Liter Wasser der Produktion dieses Fahrzeugs zurechnen. Es kommt aber nicht nur darauf an, wie viel Wasser verwendet wird, sondern es kommt vor allem dran, woher die Wasserressource kommt. Und da unterscheiden wir in grünes Wasser, blaues Wasser und graues Wasser. Grünes Wasser ist das Wasser, was durch Regen fällt und was im Boden vorhanden ist. Blaues Wasser ist das, was man aus dem Grundwasser entnimmt oder aus Seen und Flüssen und dorthin pumpt, wo es gebraucht wird. Und graues Wasser ist das Wasser, was benötigt wird, um den Umwelteinfluss einer Produktion wieder glatt zu stellen, also zu verdünnen. Als Verbraucher ist uns oftmals nicht bewusst, was wir da eigentlich verursachen. Ich habe zwei Avocados mitgebracht und Avocados haben ja nicht den besten Ruf. Ja. Die eine ist aus Chile und die andere ist aus Ecuador. Wir sehen, die sind praktisch Nachbarn, ja, ungefähr so weit voneinander entfernt wie Luzern und Zürich. Ist natürlich schon ein bisschen eine größere Strecke dazwischen. Beide von diesen Avocados verbrauchen 300 Liter in der Produktion. Das Problem ist einfach, dass in Chile massiv künstlich bewässert wird. Und zwar zu einer Größenordnung, dass mittlerweile einzelne Gemeinden mit Tankwagen versorgt werden müssen,
weil so viel Wasser abgepumpt wird, um diese Avocado-Plantagen zu füllen. Die UN hat bereits darauf hingewiesen, dass das möglicherweise ein Menschenrechtsverbrechen darstellt, weil damit Menschen von der Wasserversorgung abgeschnitten werden. Und auch das WWF hat sehr intensiv auf das Thema aufmerksam gemacht. Wir als Verbraucher, wir wissen sowas nicht. Ja, woher kommt, wie kommen wir an diese Informationen? Wenn Sie beim Detailhändler schauen, dann kriegen Sie da drei Länder aufgeführt, aus denen die Avocados kommen können. Sie haben keine Wahl. Und ich glaube, das muss sich ändern. Ich glaube, wir brauchen eine Kennzeichnung von Agrarprodukten, Waren und Lebensmitteln und eine Transparenz über deren Wasserfußabdruck. Wir brauchen eine Debatte darüber in unserer Gesellschaft, ob das wirklich zielführend und nachhaltig ist, wenn wir Lebensmittel oder andere Waren aus Regionen dieser Welt beziehen, die deswegen massive Wasserprobleme haben oder bekommen werden. Das werden wir bestimmt auch nachher noch ein bisschen weiter vertiefen. Nachdem wir über das Thema Nachhaltigkeit und Wasser gesprochen haben, komme ich gerne zu meinem dritten Thema, dem Thema Innovation. Das ist auch mein Lieblingsthema. Es eignet sich gut, um das ganze Thema wieder abzubinden und danach ins Panel überzuleiten. Denn ich glaube, dass Innovation und menschliche Schaffenskraft uns Wege in die Nachhaltigkeit und aus der Wassermisere zeigt. Viele von Ihnen arbeiten dran in sehr unterschiedlichen Arten und Weisen. Und ich bin sehr hoffnungsfroh, dass wir in dem Zusammenhang das SDG 6, ja, wenn Sie nicht wissen, was das ist, Sustainable Development Goal 6, dann sollten Sie sich unbedingt damit auseinandersetzen, dass wir da die ganze Sache deutlich besser hinbekommen, als das heute der Fall ist. Ich würde Ihnen gerne drei kleine Projekte zeigen, die mich sehr hoffnungsfroh stimmen, die direkt aus meiner Unternehmung kommen. Als erstes einmal das Thema Grundwasserretention hier in der Schweiz, was ein großes Thema geworden ist. Es ist eine sehr einfache Art und Weise, in der Landwirtschaft Flächen zu definieren, die spezifisch dafür genutzt werden, die Grundwasserspiegel wieder aufzuforsten. Das ist ein ganz wichtiges Unterfangen und wird mittlerweile auch von der Landwirtschaft stark unterstützt, weil auch dort angekommen ist, ein reines Weiter-so gibt es nicht mehr. Hier unterstützen unsere Messgeräte damit, die Aufforstung des Grundwassers transparent zu machen. Wir haben also ein Low-Tech und eine High-Tech-Kombination. Ist eine ganz, ganz tolle Sache, sehr innovativ. Zweites Thema, automatisierte Kanalbewässerung für Baumwollproduktion. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie das momentan abläuft in der Baumwollproduktion. Das ist wirklich noch rudimentäre Zustände in der Wasserverteilung. Das ist Wasserdiebstahl ist an der Tagesordnung, fehlendes Wassermanagement ist an der Tagesordnung. Und das treibt den Wasserverbrauch pro produzierter Tonne Baumwolle massiv in die Höhe. Das muss nicht sein. Es gibt längst die technischen Voraussetzungen dafür, um das zu optimieren und durch eine gezielte Verteilung und verursachungsgerechte Abrechnung das Wassermanagement auf eine völlig neue Ebene zu bringen und die Effizienz in der Baumwollproduktion zu erhöhen. Und last but not least, das Thema digitalisiertes Wassermanagement bzw. neudeutsch Water Stewardship für Industriebetriebe. Das sind vollautomatisierte Konzepte, die wir umsetzen, zum Beispiel in papierproduzierenden Betrieben, wo der gesamte Wasserkreislauf einer Produktion optimiert wird. Das beginnt natürlich mit der Erfassung, mit der Messung des Verbrauchs. Da unterstützen unsere Geräte. Wir legen dann eine eigene Kommunikationsinfrastruktur drüber. Wir geben dem Kunden unmittelbaren Zugang zu den Daten, die er innerhalb seiner Produktion verbraucht. Und auf Basis von solchen relativ einfachen Konzepten können die Wasserfußabdrücke in Produktionen um weit über 60% reduziert werden. Es gibt noch ganz viele weitere innovative Ideen. Viele können Sie sich heute Abend auch noch auf den Ständen hier anschauen. Ich bin überzeugt davon, als geborener Zukunftsoptimist, dass der technische Fortschritt gepaart mit innovativen Ansätzen für die Verbraucherinformation und unsere Wahl, einen Unterschied mit unserem Konsumverhalten zu machen, das Thema Nachhaltigkeit und des Wassermanagements signifikant verbessern wird. Kurz zusammengefasst, aus meiner Sicht braucht Nachhaltigkeit Zahlungsbereitschaft von uns allen. Das wird teurer. Ich glaube, alles andere ist leider nicht ganz ehrlich.
Wir müssen uns also wirklich darauf konzentrieren, auf den Wert zu schauen und nicht nur auf den Preis. Wassersparen darf nicht am eigenen Wasserhahn aufhören. Wir müssen uns bewusst werden darüber, was unser virtueller Fußabdruck tatsächlich ist im Bereich der Kleidung, im Bereich der Lebensmittel. Und drittens, als Zukunftsoptimist muss das da stehen, technischer Fortschritt und Innovation leisten einen entscheidenden Beitrag. Ich glaube, dass wir da einige Beispiele gesehen haben, die das nochmal unterstreichen. So viel von mir in Kürze als kleine Einstimmung zu unserer Diskussion. Ich hoffe, es war informativ. Vielen Dank. Florian. Vielen, vielen Dank, Florian, für diesen Einstieg. Ich war sehr froh, als ich gefragt wurde, ob ich das moderieren darf. Ich habe einen riesen Respekt vor dem Thema Wasser. Ich habe mich mal für Gewässerbiologie entschieden und meine Großmutter hat damals gesagt, Tanja, ist das nicht ein bisschen grusig? Und es war so, dass im Leben meiner Großmutter haben sich die Gewässer auch in der Schweiz massiv verschlechtert in der Qualität. Und sie durfte nicht baden im Rhein und sie durfte, viele Gewässer waren tatsächlich grusig. Und wenn ich jetzt hier auf den wunderbaren Vierwaldstättersee schaue oder sonst in der Schweiz, in der Limmat und anderen Orten baden gehe, es ist ein unglaubliches Privileg, dass wir so schönes, sauberes, gutes Wasser haben. Und es ist auch eine riesige Leistung von dieser Generation, von meiner Großmutter und den Großvätern. Und mir macht es auch Hoffnung, dass auch wenn die Probleme jetzt zum Teil massiver, größer sind, wir müssen an diese Veränderungsfähigkeit glauben. Das hat mir meine Großmutter damals auf den Weg gegeben. Ja, Wasser. Ich freue mich hier, dass wir auch ganz spannende Expertinnen aus ganz unterschiedlichen Richtungen haben. Wir haben Tatjana Cesno, die produziert Kleider oder die kauft Kleider, kennt sich sehr gut aus mit Fair Jeans. Dann haben wir, wie wir schon kennengelernt haben, Nicole die von Schultes, die sich mit Kleidern beschäftigt und das mit Wasser in Kontakt bringt und auf eine immer intelligentere Art. Bosco Wühler ist hier für My Blue Planet. Es ist nicht My Green Planet oder My Brown Planet, sondern My Blue Planet, weil das Wasser eine ganz zentrale Rolle spielt und wird uns da erzählen über seine Beratertätigkeit und was die NGO so tut. Und Florian Strasser haben wir gerade gehört, Experte, der auch weiß, wie sich das auswirkt aufs Wasser, das gut messen kann. Und in den Außenflanken haben wir zwei Kommunikationsleute, Reto Frank, der in der Berufsbildung Präsident der Luzerner Konferenz der Erwachsenenbildung, auch in der Berufsbildung tätig ist und quasi die innovativen Köpfe der nächsten Generation, unserer Enkel oder unserer Kinder ausbildet, prägt. Und Luisa Rossi, die den Schritt zum Publikum gut kennt, die als Stylistin und Menschenkennerin, denke ich, über die vielen Jahre weiß, was es braucht, damit diese Kommunikation funktioniert und die Menschen kennen. Ja, deshalb meine Frage, also einige kennen wir ja schon von der Modeschau und von der Preisvergabe. Zwei Fragen, um das ein bisschen persönlicher zu machen. Sagt das, was ihr heute trägt, etwas aus über euer Verständnis für Nachhaltigkeit? Und die zweite Frage, ihr könnt wählen, welche ihr beantworten möchtet. In eurem Berufsleben, wie sieht ein glücklicher, vielleicht erfolgreicher, ein schöner Tag aus? Wann könnt ihr am Abend, schönen lauen Abend, so sagen, ja, das war jetzt gut, dass wir uns das vorstellen können? Tatjana, darf ich dir gerade das Wort geben? Ja, ich habe ja das Mikro schon in der Hand. Muss es, glaube ich, nur hängen. Okay, super. Ja, spannende Fragen. Ich würde vielleicht gerne mit der zweiten starten. Was für mich ein erfolgreicher Tag ist, es ist ein Tag, in dem ich andere Menschen inspirieren kann, in dem ich andere Menschen glücklich machen kann und das gibt mir wiederum einfach ein unglaublich gutes Gefühl, wenn ich andere etwas Gutes geben kann. Und um jetzt auf die erste Frage zu kommen,
Umsetzen kann ich das am besten durch Vorleben, durch mein tägliches Tun. Und eben was Kleidung betrifft, ich kaufe vorwiegend Secondhand. Also ich brauche sehr viel meine Kleidung auf. Ich trage sie, bis sie wirklich kaputt ist. Kaufe dann Secondhand und wenn ich dann wirklich was brauche, was ich Secondhand nicht finde, dann greife ich zu nachhaltiger Mode. Ja, ich bin heute auch komplett in Secondhand und nachhaltiger Mode unterwegs und ja, einfach durch mein tägliches Auftreten, durch mein Tun freue ich mich, wenn ich andere Leute da auch inspirieren kann, es ähnlich zu tun. Und ja. Sie verkauft Jeans, trägt aber selber Secondhand Jeans, das ist speziell. Bosco, machst du weiter? Ja, kann ich, ja. Danke. Ja, dann beginne ich gleich, wo sie aufgehört hat. Ich bin auch hier, wie man sieht, vielleicht sehen kann. Das ist alles aus dem Brockenhaus, mit Ausnahme der Schuhe, die habe ich normal gekauft. Aber der Rest ist Brockenhaus, das mache ich schon seit Jahren oder Jahrzehnten so. Und man hat natürlich nicht jeden Tag das gleiche Glück, wenn man ins Brockenhaus geht, aber es ist eigentlich ganz passabel. Und die zweite Sache, ich gehöre, obwohl ich schon ein paar Jahre auf dem Buckel habe, zu den neugierigen Menschen. Ich gehe nie ins Bett, wenn ich nicht etwas Neues gelernt habe an diesem Tag. Andere Leute beten zum Kreator, ich mache das eben anders. Ich bin neugierig und ich will jeden Tag etwas Neues lernen und sei es nur ein neues Fremdwort von meinen 5 Sprachen, die ich mühsam lernen musste. Lernen, dann gehen wir doch gleich zum Lehrer weiter. Zum ja, danke schön. Vielleicht gerade zum Anschluss mit dem erfolgreichen Tag. Ich unterrichte an der Berufsmaturität Leute in Mathematik, Physik und Technik und Umwelt. Und der Tag ist dann erfolgreich, wenn ich wenigstens ein Aha-Effekt höre. Aha, okay, dann weiß ich, jetzt haben Sie wieder was verstanden. Das ist dann ein Erfolg und das freut mich dann sehr. Also ich sammle Aha-Laute. Dann zum anderen, ich habe keine Secondhand-Kleider an, aber die sind ziemlich alt. Bei mir werden sie alt, bis sie wirklich ausgetragen sind und dann, ja, schmeiße ich sie dann meistens fort, weil das trägt dann niemand mehr. Okay. Sorry, ja, also ja, erfolgreicher Tag bei mir ist, wenn ich irgendwo das Gefühl habe, ich bin diesem Thema der Triple Bottom Line geschäftlich näher gekommen und natürlich, wenn ich Zeit mit der Familie verbringen konnte, das sind so für mich die schönsten Momente. Und das Thema Klamotten ist bei mir eigentlich wird sehr opportunistisch bearbeitet. Ja, also ich gehe eigentlich kaum Klamotten kaufen. Wenn ich kaufen gehe, dann mache ich das so, dass sie auch eine Weile halten. Ja, und dann bin ich auch ein sehr bewusster Brockenhaus-Zuführer. Ja, das heißt, da werden dann die Dinge hoffentlich irgendwann weiterverwendet und getragen. Machst du weiter? Danke. Also ich brauche immer was Neues als Stylistin, ganz ehrlich gesagt. Ich Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch? Ist egal. Schweizerdeutsch, okay. Nein, ich muss gestehen, als Stylistin, ich brauche saisonal immer wieder neue Kleider. Sie inspirieren mich und ich versuche mit meinen Kleidern auch meine Kunden oder wer gerne Mode hat, auch ja, mit meinen Ideen zu inspirieren. Aber es ist klar, dass von Jahr zu Jahr, was vielleicht vor 10 Jahren bei mir nicht einmal durch den Gedanken gegangen ist, Nachhaltigkeit, das Wort habe ich nicht gekannt, man hat einfach konsumiert, heute ganz anders ist. Es ist also, was ich heute trage, ist alles nachhaltig aus den Schuhen. Aber sonst meine Jeans, mein Pullover, mein schöner Kimono aus Seide, es ist nachhaltig produziert. Ich weiss, wer dahinter ist. Ich weiss Geschichte dahinter und es gibt mir ein gutes Gefühl. Es hat seinen Preis gehabt. Und ich glaube, da ist der Weg noch gross oder noch ja, weit, dass man auch coole Mode, wirklich lässige Mode, wo erschwinglicher ist und nachhaltig ist. Und ein glücklicher Tag ist für mich, wenn ich nenne meinen Tag sowieso einen Win-Win-Tag. Ich mache einfach Leute glücklich mit meinem Job. Ich bin ein beliebtes Geschenk. Man tut gerne mit der Rossi eine Shoppingtour schenken.
Die Person, die das schenken tut, ist glücklich. Die Person, die das überkommt, ist glücklich. Ich bin glücklich, dass ich das teilen darf. Das Geschäft ist glücklich, wo ich gehe posten. Es ist jeden Tag ein Win-Win-Job. Und die Leute, die heimkommen, sagen immer, ich, seit ich dich kenne, brauche ich keinen Psychiater mehr. Mode macht glücklich. Und wenn man weiss, von wo das sie noch kommt, noch zu allem anderen, und mit gutem Wissen kann tragen, umso mehr. Aber eben, ich kann leider nicht sagen, dass ich meine Kleider bis sie kaputt gehen, anlegen tue. Ich brauche immer wieder Neues. Da haben wir schon zwei, drei Spannungsbögen. Magst du gerne noch schnell die Runde schliessen? Ja, sehr gern. Ich gehöre auch nicht zu den Leuten, die in Secondhand oder ins Brockenhaus gehen shoppen, aber ich bin ein sogenannter Piggy-Shopper. Also das hat aber damit zu tun, dass mir eigentlich nicht viel gefällt. Ich bin sehr heikel. Und deswegen kaufe ich nicht so viel wahrscheinlich wie du, Luisa. Aber das hat, oft sind meine Kleider dann ein bisschen teurer und ich gebe denen Sorge. Ich tue die Pflege, natürlich wasche in der Schultesmaschine. Hebt viel länger. Und für mich ist dann ein guter Tag, wenn ich etwas bewegt habe. Ich gehe gerne am Abend ins Bett, wenn ich weiss, ich habe etwas bewegt. Sehr schön, passt. Für mich ist ein schöner Tag, wenn ich so viele Leute zusammenbringen kann und im Austausch sind, die so viel bewegen. Das tut es dann wie nochmal eigentlich kombinieren, was ihr gesagt habt. Und ich habe heute etwas Neues gekauft von der Gwand in der Schweiz gemacht. Und ich möchte noch ein bisschen auf das Thema lokale Produktion kommen. Designed von André Wilhelm nach dem schöne Plakat, das wir hier haben. Ja, wir haben gehört, Nachhaltigkeit darf etwas teurer sein, muss nicht teurer sein. Ich möchte auch noch ein bisschen auf den Grund gehen. Wie gehen wir mit dem Versprechen um, dass Nachhaltigkeit unter dem Strich vielleicht sogar günstiger ist? Ist es so? Du hast gesagt, man muss bereit sein, es muss eine gewisse Zahlungsbereitschaft haben. Und ich höre, es gibt einen kleinen Mix von Brockenhaus und High-End-Style oder eben gute Pflege. Und du hast mir mal gesagt, dass es unglaublich viele Spareffekte gibt von Firmen, die du versuchst auszulösen. Kannst du das noch ein bisschen ausführen? Ja, sehr gerne. Aber zuerst möchte ich den beiden Damen herzlich danken. Ich könnte nämlich nicht ins Brockenhaus gehen, wenn es nicht jemanden gäbe, die meine Kleider kaufen und die irgendwann nicht mehr brauchen. Oder? Also, das passiert. Ich kann da nicht so schwarz und weiß einteilen. Es braucht beide. Ja, also einfach zu meinem Beruf. Ich bin eben Bauingenieur und Architekt. Ganz früher als Ingenieur durfte ich 3 Kläranlagen planen, eine sogar selber bauen. Mit dem ganzen neuesten Zeug dort mal, oder? Und sehr erfolgreich. Und ich habe eben auch als Bub nicht mehr dürfen im Fluss go baden. Oder? Da ist es so, also in den 50er Jahren, einfach grauhaft, meterhöhe Schaumberge, einfach katastrophal. Und dann habe ich aber eben etwas dürfen dagegen tun. Aber ich habe gesehen, dass man nicht so den Schalthebel in der Hand hat und habe eine Zusatzausbildung gemacht als Architekt und Baubiologe. Und eine meiner grössten Erfahrungen, ich bin einer der Hauptplaner vom Bundesamt für Statistik. Da ist ein riesiges Gebäude, 1200 Leute. 220 Millionen und das ist komplett ökologisch gebaut und hat, weil es ökologisch gebaut ist, 7 Millionen weniger gekostet. Ist aber auch das erste Mal meine Erfahrung gewesen, bei den Kleinbauten ist eher ein bisschen teurer. Aber der riesen Bau hat einfach Rabatte gegeben, bis zum geht nicht mehr. Hat übrigens auch die grösste thermische Solaranlage von Europa und auch das Gebäude ist das grösste Ökogebäude von Europa. Und aber alles vor 30 Jahren gebaut und leider eben ein bisschen im Frust, dass nicht mehr dann noch bauen tut. Bleiben wir es mal bei dem. Aber können die Unternehmerin oder die das bestätigen? Also du rechnest auch viel vor und versuchst nee. Spareffekte rauszuholen. Also ich kann dazu sagen, die sogenannte TCO, Total Cost of Ownership, ist ein grosses Thema in der Bauindustrie auch. Ich habe schon erlebt, dass ganze Überbauungen nach 3-4 Jahren haben müssen die Waschmaschinen rausnehmen, weil sie kaputt gegangen sind oder nicht richtig funktioniert haben. Und die sind dann bei uns anklopfen, wir haben die dürfen ersetzen. Und
ich meine, nach 10 Jahren, also am Anfang investiert man vielleicht für ein Premium-Produkt, das ökologischer produziert ist und aus der Schweiz stammt, ein bisschen mehr. Aber nach 10 Jahren lohnt sich das. Also nur schon die Energie, die man spart, weil man ein besseres Label hat. Oder? Unsere Produkte sind alle mit dem neuen A gelabelt. Und wir haben es fertiggebracht, in den letzten 40 Jahren den Verbrauch von Energie und Wasser um siebenfach zu senken. Also nicht 7%, das, was, siebenfach, ja. Was Klimaziel wäre, global, nein, sondern siebenfach. Das ist massiv. Jahre. Unbedingt schauen, beim Spitzen da von der Wand. Ja. Das heisst, man kann bei der Waschmaschine, wie auch du bei den Kleidern, die Strategie fahren, oder du hast es, glaube ich, gesagt, wenn kaufen, muss es dann auch ein bisschen lang haben, weil man weiss, dass sich das rechnet. Geht das auf bei dir? Wenn man richtig teilen, ja, keine Fehlkäufe macht, hat man auch gespart. Es ist immer mein Ziel tagtäglich, dass ich den Leuten zeige, wie sie typgerecht, aber kombinierbar können einkaufen und nicht wahllos oder emotional irgendetwas zusammenkaufen. Nichts passt zusammen, der Kleiderschrank ist voll. Es ist einfach Wasting. Und ich versuche als Stylistin, als Personalberaterin, den Menschen wirklich eine Garderobe zusammenzustellen, wo sie sagt, hey, ich habe lange, es hält lange an, es sind schöne Qualitäten, ich kann sie immer wieder kombinieren, es sieht immer wieder anders aus und der Aspekt, auch eben ein bisschen Fashion, nicht verloren geht. Genau. Darf ich auch noch kurz was zum Thema Preis sagen? Ich finde es immer schade, wenn der Preis so hoch gepriesen wird, dass immer, sobald es um Thema Nachhaltigkeit geht, das Thema hoher Preis hochkommt, was eigentlich gar nicht mehr ist. Also man kann mittlerweile wirklich als T-Shirt für 39, 29 Franken kaufen. Das ist fair, das ist aus Biobaumwolle, es ist teilweise in der Swiss angefertigt, sei es gelabelt oder was auch immer. Ich finde, man muss einfach wirklich weg von diesem Denken, nachhaltige Mode ist teuer, nachhaltige Mode kann ich mir nicht leisten. Den Fokus eher auf das legen, was bewirken wir durch nachhaltige Mode, was erreichen wir, was den Mehrwert, den wir dadurch bekommen und weniger immer auf diesem Preis rumhaken, weil das ist wirklich Vergangenheit. Und ihr lebt es auch, also die Fair Jeans sind im Mittelsegment, ich höre immer wieder, nachhaltig und gar nicht so teuer, das geht ja und das muss ich auch als eine, die immer hohe Preise zu verantworten versucht, auch sagen, diese Strategie gehört auch mit dazu. Ja, und das trifft nicht nur die Jeans, sondern generell, also wenn ich mir jetzt zu Gucci gehe und mir eine Bluse für 500 Franken kaufe, da fragt mich keiner um den Preis. Aber wenn ich mir dann nachhaltige Bluse für 200 frage, dann wird plötzlich der Preis diskutiert. Und da ist die Frage, möchte ich Image kaufen oder möchte ich eine bessere Welt kaufen? Also ja, das. Und das findet schon in den Köpfen statt. Also da muss man schon ansetzen. In den Köpfen nehme ich als Stichwort Übergang zur Innovation. Mich würde interessieren, wie ihr, wir haben gehört, du gehst nie schlafen, ohne etwas Neues zu lernen. Das ist eine persönliche Innovationsstrategie. Ihr habt innovativ analysiert und deswegen ein tolles Wachstum, auch in einem vielleicht nicht ganz so einfachen Markt wie der Schweiz hingekriegt. Und du bildest Aha-Effekte, ist deine Währung, und die Aha-Effekte kumulieren sich dann vielleicht zu innovativen Ideen. Könnt ihr noch ein bisschen was dazu sagen, was gebt ihr auch den Zuhörern hier auf den Weg? Wie gehen eure Firmen oder wie geht ihr persönlich mit dem Thema um? Ja, ich lege sehr viel Wert darauf, dass nicht nur Wissen vermittelt wird, sondern dass das, was man weiß, auch versteht. Und dass man weiß, es gibt mehrere Perspektiven und dass ich wohl eben nur vielleicht 3, 4 Perspektiven kenne, aber sehr offen bin, auch eine neue einzunehmen. Diese Offenheit und das Verstehen, je mehr das ausgeprägt ist, desto innovativer kann man werden und kann man sein und bringt dann nicht nur dem Unternehmen, sondern der Gesellschaft sehr viel wieder zurück, gibt dann sehr viel wieder zurück. Darf ich da gerade noch anhängen? Also
glaubst, dass es auch für die Nachhaltigkeit gilt? Also je mehr ich weiß und vielleicht auch je mehr ich das Wasser liebe und die Details auch mich darin auskenne, lokal wie global, umso eher bin ich dann auch bereit, nicht nur Geld auszugeben, sondern auch Innovationen zu entwickeln. Unbedingt. Da geht es mir zum Beispiel darum, dass man Bewusstheit erzeugt, dass man bewusst ist, dass von 100% Wasser, die es auf diesem Planeten gibt, nur 3% vom Süßwasser sind. Und da, davon nicht einmal ein Promille davon dann in den Seen und in den Flüssen sind. Und wenn mir diese Menge, wenn man da bewusst ist, dass es eigentlich nichts ist, was wir haben, aber verschmutzen, dann, und wir es aber brauchen, ich weiß nicht genau, wie viele Tage man ohne Wasser sein kann, aber das sind nicht so viele. Oder auch die Luft, wie man umgeht damit, wo ich sicher nach 2 Minuten nicht mehr lebe. Also, wenn man das ein bisschen bewusst ist, dann pflegt man das hoffentlich auch in Zukunft besser. Also wie die Kleider, wo man bewusst weiß, woher sie kommen, dann es tut gut, man pflegt es besser, es wird zu einem Teil. Was ich auch finde, ist es eben den Aspekt Design. Mhm. Wie sie gesagt hat, Tatjana. Es geht ja nichts, ich wollte es nicht runterwerten in dem Sinne, dass ich weiß, dass es günstigere auch Mode gibt, wo nachhaltig ist. Mir ging es um Design. Dass wirklich Designermode, wirklich coole Mode, wo einen anderen Level haben, vom Schnitt her, von allem, nicht das klassische T-Shirt oder die klassische Bluse, sondern das Design dahinter, das halt momentan sehr, sehr teuer ist, als die ganze Produktion und alles drumherum. Und das wieder, wie gesagt, ich möchte nicht einen Namen nennen von Ketten und so weiter, wo wirklich coole Sachen machen, aber sehr günstig. Wenn diese Ketten coole Sachen machen würden, nachhaltig, das wäre Bombe. Das wäre mega. Mit diesem Aspekt von Styling, stylish, in Klammern. Gibt's ja auch schon. Gibt's auch schon? Das möchte ich dann schon wissen. Immer offen. Ja, Armed Angels zum Beispiel. Armed Angels, das kenne ich auch. Von PKZ haben die auch. Die sind sehr modisch, ja. Und sind wirklich im Armed Preisbereich. Kenne ich auch. Bis mittleren, aber sie sind eher basic. Armed Angels ist eher basic. Die haben auch modisch. Nicht sehr Design. Ich weiß, was du meinst mit Design-Teilen. Aber wenn wir dann von Design sprechen, die klassische Zielgruppe, die sich für Design interessiert, die ist auch bereit, für mehr Geld auszugeben. Ja. Also es ist dann trotzdem die gleiche Zielgruppe, die sich für dieses Segment interessiert, die hat generell mehr Budget dafür und mehr Geld dafür. Ja. Dann kann sie genauso. Aber ich finde es schade, ich finde es schöner, wenn für alle Portemonnaie in diesem Bereich was wäre. Und wir sind auf dem Weg dazu, also ich weiß es. Das ist so. Ja, wir sind auf dem Weg, ich sehe es. Design hat auch was, ist ja auch in der Architektur wichtig. Wolltest du noch ergänzen? Ja, vielleicht eben da, um den Bogen zu spannen, mit dem Designbegriff. Ein nachhaltiges Haus muss ein gutes Design haben und sonst ist es nicht nachhaltig. Das wird zerstört. Also wir brauchen schöne Gebäude, aber logischerweise auch Gebäude, die man auch vernünftig nutzen kann. Also wie bei den Kleidern auch, oder? Man muss sie ja noch nutzen können. Und natürlich mit der ganzen Nachhaltigkeit, Ökobilanzen und so weiter, das muss einfach zusammenstimmen. Aber etwas Schönes, das ist einfach nachhaltiger generell, oder? Als etwas einfach so schnell dahin gehudelt, oder? Wolltest du noch ergänzen? Du hattest nach Innovation gefragt noch, ne? Ja. Was wir im Unternehmen tun, damit das auch breiter abgestützt stattfinden kann. Und was wir machen, ist, wir versuchen, Innovation etwas zu entmystifizieren. Ne? Das klingt immer so, als müsste man da immer den großen Wurf machen und die Disruption in den Markt bringen. Dabei kann auch Innovation im ganz Kleinen stattfinden. Man kann einen Prozess verbessern, man kann irgendeine Kleinigkeit optimieren. Das sind alles Dinge, die ebenfalls darauf einzahlen, dass sich eine Unternehmung weiterentwickelt. Ja. Und was heißt das also im Unternehmen? Also wie pflegst du das? Dass Innovation nicht von einem ausgeht, ja, oder wir eine Innovationsabteilung haben, sondern den Anspruch an jeden unserer Mitarbeitenden, dass sie den Teil, den sie beeinflussen können, kontinuierlich besser machen. Ja, das heißt, es ist eine
Demokratisierung der Weiterentwicklung. Ja, das ist nicht der Befehl von oben, sondern das ist ein gemeinschaftliches Entwickeln. Spannend. Wenn wir Greta Thunberg hören, wenn wir aus den Ferien zurückkommen und zum Teil sehen, ich war in der Toskana, es war zum Teil schon traurig, die vertrockneten und es hat einen Rieseneffekt auf die Landwirtschaft. Wenn wir den IPCC-Bericht lesen vom Februar, da kommt, das ist eine Uhr, die tickt, die manchmal auch Stress auslöst, manchmal auch dazu führt, dass man das lieber liegen lassen möchte, gar nicht mehr hören möchte. Das würde mich sehr interessieren, wie geht ihr mit diesem Spagat um, diesem Druck? Wir haben gehört, es gibt tolle Innovationen, es gibt ein Siebtel Reduktion, wenn wir das überall hinkriegen würden, dann hätten wir das Klimaproblem gelöst und das Wasserproblem auch noch dazu. Ja, wie geht ihr mit dem um? Mit diesem Zeitdruck? Darf ich dich? Tatsächlich ist da noch etwas wenig Druck da und vor allem auch die Politik ist noch nicht so schnell, wie die Verwaltung selber auch gern hätte und eigentlich auch schon aktiv gerne wäre. Sondern also du sagst, die Verwaltung ist schneller als die Politik? Ja, im Wunsch einfach. Und die Verwaltung kann aber nur dann gehen, wenn es die Politik dann auch durchgewunken hat. Und da ist es natürlich schon die Lösungsorientiertheit, also einfach nur sensibilisieren mehr, das geht fast nicht mehr, das will man schon fast nicht mehr hören, sondern ich glaube, man muss sich langsam konzentrieren auf das Handlungsorientierte, also man braucht jetzt dann Lösungen, gute Lösungen. Die Schweiz hat 8 Kompetenzzentren installiert mit der Zusammenarbeit der Universitäten und Materialanstalten etc. Da ist schon die Sache organisiert, braucht es einfach dann auch noch Forschung, aber auch Entwicklung und Innovationen, da sind wir wieder bei Innovationen, und vor allem aber auch, dass man jetzt lösungsorientiert da schnell mal was bringt. Also schon in kleinen Schritten und nicht zu lange warten, bis es perfekt ist, sondern es muss einfach gut sein, wirksam sein und schnell. Dann kommt es. Könnt ihr das stützen? Also von der Gwanda aus kann ich sagen, wir versuchen, die Innovation zu fördern mit den Awards. Das sind vielleicht für die einzelnen Personen große Schritte, für andere vielleicht sehen sie kleiner aus. Wie sehen die Schritte bei euch aus? Wie lange hat es zum Beispiel gedauert, bis ihr bei Schultes diese Innovation durchgebracht habt? Also, welche Innovation meinst du jetzt genau? Mit GreenChat oder SmartHit oder ja, wie sie alle heißen? Sagen, am besten. Ja. Beschreib es doch noch kurz, weil es ist wirklich spannend. Ja, also Innovation ist für unsere Produkte natürlich, also wenn wir aufhören, Innovation zu betreiben, dann hängen wir uns selber ab. Also das ist sehr wichtig, zum Beispiel CleanChat, eigentlich ist es eine Laugenumwälzpumpe, die das Laugenwasser, also da wo das Waschmittel unten im Bottich wird das wie so bei einem Turbo-Einspritz nach oben befördert durch die Umwälzpumpe und landet dann von oben auf der Wäsche. Durch das wird die Wäsche erstens sauberer, man braucht weniger Waschmittel und es geht schneller. Also man braucht auch dann weniger Strom. Also das ist zum Beispiel auch etwas, was uns geholfen hat, dass wir dieses A-Label wieder erhalten, weil es gab ein Relabeling, oder die haben das ja alles nach unten gesetzt wieder. Also man musste wieder bei A starten. Also da spielt schon der Bund eine Rolle, der die Labels vergibt. Absolut. Und gibt dann wieder euch quasi einen kleinen Kick. Hey, da müsst ihr nochmal einen Schritt weiter gehen in der Innovation und ihr habt das gleich. Ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass es neue Regulatorien geben wird. Ich glaube, das Problem an der Klimaerwärmung ist, dass das so eine langfristige Geschichte ist, die schleichend kommt. Und Politik ist eher kurzfristig bis zu den nächsten Wahlen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen noch so eine Diskrepanz, die man lösen sollte. Ja.
Ich glaube, in Luzern stehen Wahlen an und ihr habt 10 Jahre Zeit. MyBluePlanet gab es schon 10 Jahre und du wolltest dazwischen. Ja, lasst uns noch kurz über diese Zeitspannen reden. Ja, ich glaube, zu dem Thema Zeitdruck, ja? Ja. Ich glaube, was ich so schade finde, ist, dass es mittlerweile so viele gute Initiativen gibt, wo man sich wirklich einbringen kann. Also ein Beispiel ist der UN Global Compact. Ja, das ist aus meiner Sicht eines der spannendsten, interessantesten, bestgefühlsten Möglichkeiten, als Unternehmen Fortschritt zu machen im Thema Nachhaltigkeit. Ja. Das ist ein globales Treaty, dem man sich anschließen kann als Unternehmen. In der Schweiz gibt es über 20.000 Unternehmen. Wir haben 200 Unternehmen, die diesen UN Global Compact unterschrieben haben. Mhm. Ja. Das kann einfach nicht sein. Ja. Und das sind so Dinge, müssen wir aus der Nische kommen, einfach, dass es... Wir müssen die Dinge nutzen, die es gibt. Ja, das ist das auch eben, was ich vorhin gezeigt habe im Zusammenhang mit nachhaltiger Baumwollproduktion. Die Technologie ist da. Die Wasserressource in der Baumwollproduktion signifikant zu optimieren. Ja, was wird viel zu wenig gemacht. Ja. Und woran liegt das? Ich glaube, dass wir Verbraucher unserer Macht da nicht bewusst sind. Ich glaube, dass wir noch viel mehr mit den Füßen abstimmen müssen, ja, und die Unternehmen unterstützen müssen, die sich auf den Weg begeben der Nachhaltigkeit. Ich hätte vielleicht noch eine Information vom Bundesrat. Der hat vor einigen Monaten entschieden, dass Vergaben von Arbeiten nicht mehr nach dem günstigsten Preis vergeben werden, sondern nach der besten Klimabilanz. Das ist ein Paradigmawechsel der Sonderklasse. Und ich kann vielleicht eben auch gegenüber Nicole Thier noch sagen, mit dem Schultes, wo ich die Freude hatte, eine Berechnung zu machen, eine sogenannte Ökobilanz, also die ganze Firma mit allen Materialien und so weiter, mit der Fahrzeugflotte etc. etc., das habe ich berechnet mit einer Ökobilanz, das kann man heute machen. Und wir haben einfach eine ganz tolle Ausgangslage. In den nächsten 10 Jahren kann man gewaltig die Umweltbelastung reduzieren und was jetzt vielleicht ein bisschen ein Spezialfall ist, Millionenbetrag im Jahr einsparen, ich betone einsparen, weil man in der Zukunft ökologischer vorgehen möchte, oder? Natürlich ist das jetzt ein bisschen ein Spezialfall, aber nur um zu zeigen, man muss das immer wieder anschauen. Spannend. Es muss nicht teuer sein, haben wir jetzt ein paar Mal gehört. Die Technik ist eigentlich da. Es fehlt vielleicht noch am Schritt in den Mainstream, in die Labels, die noch nicht mitmachen. Es ist toll, dass es Pioniere wie die Schultes gibt, aber es müssten eigentlich viel, viel mehr sein. Umso schöner, dass ihr da seid und das Wissen weitergebt. Morgen werden wir daran anknüpfen, an die Änderung, diesen Paradigmawechsel vom Beschaffungsrecht, das wirklich viel auslösen könnte. Ich möchte die Runde hier schließen mit einem Wunsch, den ihr an unser Publikum noch richten könnt. Wir haben gehört, du möchtest, dass die Leute mehr mit den Füßen abstimmen, einkaufen. Sag's doch noch ein bisschen konkreter, was ist dein Wunsch? Zwei Dinge. Einmal, die Unternehmer sollten sich mit dem UN Global Compact auseinandersetzen. Hallo Unternehmerinnen, hallo Unternehmer. UN Global Compact, bitte. Bitte unterschreiben, dem Ganzen beitreten und sich auf diesen Weg begeben. Und zum Zweiten sollten wir Verbraucher noch intensiver darauf achten, was wir eigentlich kaufen und welche Auswirkungen unser Konsumverhalten auf unseren Fußabdruck hat. Wer möchte anknüpfen? Also ich finde auch, man sollte aufhören, Billigstprodukte zu kaufen, sondern wirklich überlegen, woher kommt das Produkt, was hat das für eine Reise hinter sich und brauche ich es überhaupt? Ja, und letztendlich braucht es einfach auch Mut. Mut von jedem einzelnen Verbraucher, den Schritt in die richtige Richtung zu gehen, sich abzugrenzen und es ist dann letztendlich ein Dominoeffekt. Einer fängt an und die anderen ziehen nach. Ja, als Yoga-Lehrerin kann ich sagen, Bewusstsein, Awareness, das Wort Nachhaltigkeit wirklich nicht als Floske mehr anzusehen oder zu hören. Man hört es überall, man liest es überall, man nimmt es gar nicht mehr wahr, es ist irgendwie hier.
sondern effektiv, dass wirklich das Wort, wie der Name sagt, auch in seinem Leben umsetzen tut und leben tut. Und das wünsche ich mir. Sehr schön. Ein bisschen Yoga, ein bisschen Lernen am Abend, bevor man ins Bett geht, sich gegenseitig Mut machen. Ich denke, das passt alles zur Gwand. Ich danke, danke sehr, dass ihr da seid. Ich hoffe, dass diese Mutsprünge da zwischen den Händlern und auch zwischen den Kunden, dass das weitergegeben wird, dieser Spirit. Und danke auch, dass ihr teilgenommen habt an diesem doch unterschiedlichen, diversen Panel. Und ich gebe weiter an Susanna. Der Abend ist schon fortgeschritten. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank euch allen fürs Mitmachen. Dankeschön.